Wir haben gestern im Koalitionsausschuss konkrete Beschlüsse gefasst und sind zu Ergebnissen gekommen. Dabei geht es um die Umsetzung dessen, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Erstens, die Angleichung von Ost-West-Renten wird kommen. Wir starten am 01.01.2018 und beenden die Angleichung im Jahr 2025. Das bedeutet, dass die Punktwerte für die Rente, die man erwirtschaftet, gleich sein werden in Ost und West. Dass aber damit zugleich auch in diesen Schritten von 18 bis 25 die Höherwertung von Rentenansprüchen in den neuen Ländern abgeschmolzen wird. Dadurch, dass wir das über einen längeren Zeitraum machen, ist dies auch sozial verträglich zu gestalten. Wir haben uns weiter noch mit der sogenannten Lebensleistungsrente befasst. Da müssen noch einige Modelle gerechnet werden. Da geht es vor allem um die Frage der Gerechtigkeit, dass diejenigen, die mit ihrer Rente gerade über der Grundsicherung liegen, nachher sich nicht schlechter stellen als diejenigen, die mit ihrer Rente unter der Grundsicherung liegen, dann einen Zuschlag obendrauf bekommen und auf einmal besser stehen als die anderen. Dieser Punkt muss noch geregelt werden. Das hängt auch damit zusammen, dass diejenigen, die Grundsicherung erhalten, von der Grundsicherung den Beitrag zur Krankenversicherung bezahlt bekommen. Das kann bis zu 10% sein. Und die, die eben keine Grundsicherung haben, zahlen den Krankenversicherungsbeitrag aus der Rente, sodass da schnell Unterschiede von 90, 100 Euro entstehen können. Und diese Fragen müssen noch geklärt werden, damit das alles korrekt zugeht. Wir haben uns mit der Frage der sogenannten doppelten Haltelinie nicht weiter befasst, was ja bedeutet Rentenniveau und Beitragshöhe. Wir haben bis im Jahr 2020 ein Rentenniveau in der Größenordnung von nahezu 48%, dann darüber hinaus von 44,5%. Das heißt, die gute wirtschaftliche Lage führt dazu, dass das Rentenniveau nicht so absinkt, wie allgemein befürchtet worden ist. Im Übrigen muss immer wieder erläutert werden, was das Rentenniveau ist. Die allermeisten Menschen meinen, das Rentenniveau sei, dass ein Prozentsatz vom letzten Einkommen ist es aber nicht, sondern es ist ein Prozentsatz der gesamten Einkommen im Leben eines Rentners und daraus errechnet sich das Ganze. Insgesamt also haben wir, wie ich finde, da wichtige Beschlüsse gefasst und in einem weiteren wichtigen Bereich, sehr wichtigen Bereich, wird Gerda Hasselfeld berichten. Eine Ergänzung dazu haben wir auch bei der Erwerbsminderungsrente uns verständigt. Wir wollen dort die Zurechnungszeit, die für die Berechnung der Höhe der Erwerbsminderungsrente ausschlaggebend ist, von jetzt 62 Jahren auf 65 Jahre erhöhen. Den Schritt von 60 auf 62 Jahre hatten wir schon in dieser Legislaturperiode auch gemacht. Und das ist nun eine weitere Verbesserung für diejenigen, die aus gesundheitlichen Gründen früher, als das gesetzlich vorgesehen ist, in Rente gehen. Diese Verbesserung bei der Erwerbsminderungsrente macht pro Monat im Durchschnitt etwa 50 Euro aus. Das ist eine große Verbesserung für diesen Personenkreis, der nicht kleiner, sondern eher auch größer wird, aufgrund nicht zuletzt auch so mancher psychischen Erkrankungen, die früher so nicht aufgetreten sind.
Sie werden sich jetzt sicher fragen, was ist denn mit dem Wunsch der CSU nach der Mütterrente? Ich will das gleich vorweg sagen. Die Mütterrente bleibt für uns auf der Tagesordnung. Wir haben in dieser Legislaturperiode den zweiten Punkt für die Anerkennung von Erziehungszeiten in der Rentenversicherung für die Mütter, die vor 92 Kinder geboren haben, umgesetzt. Und nun wollen wir auch den dritten Punkt, es bleibt für uns, wie gesagt, auf der Tagesordnung und es wird mit Sicherheit Eingang in das Wahlprogramm für die CSU finden. Ergänzen darf ich vielleicht auch noch zu dem Thema betriebliche Altersversorgung. Hier gibt es einen Gesetzentwurf, der derzeit in der Ressortabstimmung ist. Der wurde auch gestern kurz mit angesprochen. Wir unterstützen die darin enthaltene Verbesserung für die betriebliche Altersversorgung. Und da ist zum Beispiel enthalten, dass ein neuer, weiterer Durchführungsweg sich also etabliert werden soll. Und zwar ein Durchführungsweg, der nicht an der Leistungszusage, sondern an der Beitragszusage, insbesondere für tarifgebundene Unternehmen, sich anlehnt. Wir haben allerdings auch deutlich gemacht zu diesem Gesetzentwurf, wird es in den parlamentarischen Beratungen noch Diskussionsbedarf unseres Erachtens von Seiten der CSU auch Änderungsbedarf ergeben, und zwar in Bezug auf die Frage tarifungebundene Unternehmen. Wir wollen auch die tarifungebundenen Unternehmen hier mit einbeziehen. In diesem Gesetzentwurf ist übrigens auch enthalten, dass die betriebliche und private Vorsorge nicht mehr voll auf die Grundsicherung angerechnet wird, sondern dass diese Leistung aus betrieblicher und privater Vorsorge mit einem Freibetrag auf die Grundsicherung angerechnet werden soll. Eine deutliche Verbesserung zum jetzigen Zustand. Das Ziel ist, die betriebliche und private Vorsorge attraktiver zu gestalten, denn wir brauchen alle drei Säulen, die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche und die private Vorsorge. Vielleicht noch ein, darf ich das, wir haben noch über das Teilhabegesetz auch gesprochen, also neben der Rente, und haben uns darauf verständigt, dass es, so wie es die Fachpolitiker auch schon entsprechend vorbereitet haben, dass es über das jetzige den Entwurf hinaus noch Verbesserungen geben soll, insbesondere für die Menschen mit Behinderung in Werkstätten, dahingehend, dass das Ausbildungsförderungsgeld in den Werkstätten für Behinderte von derzeit 26 Euro verdoppelt werden soll auf 52 Euro. Das ist das Geld, was die Menschen für Behinderung zusätzlich zu ihrem Werkstattentgelt bekommen, und dass auch die Größenordnung beim Schonvermögen, bei der Anrechnung des Schonvermögens verbessert wird. Das ist eine deutliche Verbesserung für die Menschen mit Behinderung. Wir haben uns aber auch darauf verständigt, dass die Mehrausgaben in diesem Bereich hälftig vom Bund und den Ländern übernommen werden sollen. Nach dem, was wir gestern vereinbart haben und nach dem, was auch heute im Entwurf des Rentenversicherungsberichtes von Frau Nahles vorgestellt wird, über die Höhe des Rentenniveaus bis beispielsweise 2020 und was dann danach folgt, sehe ich keine große Möglichkeit, einen Rentenwahlkampf zu führen, sondern mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, geben wir die Antworten auf die aktuellen Herausforderungen und Fragen. Deswegen sehe ich da jetzt kein großes Kampfpotenzial in der Rente, was im Übrigen auch gut ist.